Herzlich willkommen zurück. Ja, und hier habe ich mich jetzt ein bisschen ausgebreitet. Also ich habe hier alles gebaut. Habe die Mine komplett abgefarmt und allem. Ja. Habe mich jetzt hier ein bisschen geschützt gehabt. Mit, ja, ein paar Einheiten. Baue mir jetzt hier gerade, weil ich gescoutet habe, dass mir hier oben... genau mit diesem Kavalierreiter hier habe ich mir ein bisschen... ja, den Weg frei gemacht, um dann zu gucken, wo wir hin müssen. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns hier mal ein paar. Wir können ja eigentlich hier, ich habe mir ein bisschen was zusammengespart. Weil das Schöne ist, wir konnten uns ja hier mit dem Markt und allem dann alles holen. Hier haben wir mein Schlachthaus hier kaputt gemacht. Das habe ich jetzt erstmal nicht mehr gebaut. Hier habe ich noch Kühe. Damit habe ich jetzt das ganze Geld gemacht, indem ich mir mal Kühe geholt habe. Wie gesagt, die haben gegrast, damit habe ich dann, ja, und habe dann Waffen gekauft und verkauft. Damit habe ich dann auch ordentlich Kohle gemacht. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir speichern nochmal hier und dann gehen wir mal da hoch und ballern den ein bisschen weg, ne? Boah, das war echt nicht ohne. Ich habe jetzt bestimmt 2 Stunden oder so gespielt, ne? Das meine ich halt. Das ist halt so eine Mission, die ist super cool. Richtig, ja, taktisch. Du musst halt echt aufpassen, was du machst. Jeder Move könnte dein letzter sein, aber es rentiert sich halt auch mega, ne? Es ist halt wirklich super, ne? Aber es ist halt für ein Let's Play ist es ein bisschen schwer, weil du halt so viel... Ihr seht ja, wie viele Türme. Die habe ich dann gebaut, dann habe ich hier... Hier habe ich auch noch ein paar drin, genau. Ja. Dann hier alles abgesichert gehabt, weil ich nicht wusste, von wo die kommen. Wie gesagt, dann mich ein bisschen hochgescoutet. Ja, und dann nach und nach langsam die Leute mir geholt. Ist da was? Wir warten hier einfach noch mit denen. So, wir warten einfach mal komplett. Ja, das müsste man so hinkriegen. Also wie gesagt, das war echt nicht ohne, ne? Ich habe dann hier, wie gesagt, alles abgeholzt und so und habe dann hier noch ein bisschen, aber nicht so viel, weil die mich die ganze Zeit angegriffen haben. Dann hatte ich hier zu und dann sind die von hier gekommen. Oh, ich sag's euch. Boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Also doch schon noch, aber jetzt in sich. Und wie in dem Spiel leider so üblich, du hast irgendwann keine Angriffswellen mehr der Gegner. Du musst die einfach nur die ganze Zeit deffen, deffen, deffen. Irgendwann ist das Gold auf der Map leer. Die haben keine Leute mehr. Können nichts mehr machen. Ja, und dann können wir halt zuschlagen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen in dem Spiel. Ja, ein bisschen schade, aber auch okay. Ich meine, so macht es das Schwere nicht mehr so schwer, weil du halt weißt, okay, ich muss mich deffen, 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 deffen. Und sobald ich es dann habe, kann ich loslegen. So, dann gehen wir mal hier. Jo, macht dann erstmal hinten die Häuser kaputt. Ein bisschen so die Infrastruktur weiterhin kaputt machen, dass sie halt nichts mehr machen können, ne? Genau, das Kloster schön kaputt machen. Einfach mal so edel alles wegballern, dass sie halt gar nichts machen können. Da haben wir nämlich schon mal den ersten weg. Ja, und wie gesagt, es ist halt so in dem Spiel irgendwie oft echt schade, ne?
Okay, das ist wild. Einfach mal defensiv bleiben, Kinders. Okay, wir haben noch ein bisschen was, ne? Wir haben noch ein bisschen was auf Lager, genau. Ich wollte sagen, ne? Da ist ein Haufen drin, ne? So, ihr bleibt einfach mal defensiv. Die können nicht so viel machen, ne? Die haben zwar Nahrung, die haben keine. Die haben keine Kraft mehr, ne? Sheriffs kommen noch ein paar raus. Aber ganz ehrlich, komm, wir nehmen die mal alle mit, oder? Arschlecken, oder? Arschleckers. Würde ich sagen. Ja. Hier ist eh keiner mehr drin. Dann reißen wir den mal ab. Den mal ab. So. Genau, und dann habe ich mir hier zwei Werkstätten dann geholt. Einfach nur, um irgendwie um diese zwei Fronten zu kämpfen. So, komm. Genau, wir müssen hier weiter verkaufen. Holz verkaufen. Uns fehlt diese Verlängerung, ne? Das ist so mies, ne? Dass wir die hier nicht haben, ne? Oh, die wäre so schön gewesen. Einfach zack, Verlängerung. Bap, baller sie weg, ne? Einfach ein edles Ding, ne? Aber nein, aber nein. Vor allem die natzen uns halt einfach weg, ne? Das ist halt das Problem, ne? Die hauen uns halt einfach weg. Ich hätte es am liebsten so gemacht. Die hauen uns einfach. Wir können von hier schießen, aber das ist. Nee. Sehr punktuell geschwächt, der Gegner. Ich weiß es halt nicht, ne? Okay, ist gut, wir haben auch unsere Kanone. Das nervt mich halt. Klar, das ist zwar auch cool für einen selbst, wenn man halt ein bisschen deffen muss oder so. Aber das nervt so unheimlich, dieses Scheiß. Dieses Scheiß hier mit diesem immer Hauptgebäude. Ich meine, danach ist ja in Ordnung, ne? Die können uns ja fast nicht mehr angreifen, oder? Ich meine, ich mache hier noch die. Wir machen hier schnell noch die Fabrik kaputt. Die haben ja fast keine Leute mehr, oder? Scheiß auf dieses Fort, ne?
müssen irgendwie gucken, dass wir noch mal ein bisschen Gold kriegen jetzt. Da kann ich hier aber jetzt ein bisschen die Map scouten noch, ne? Ranch. Ah, Pferde können wir nicht mehr machen. Ah, doch, können wir noch. Hätte ich gesagt, wir machen uns ein paar Pferde. Und dann tun wir noch mal so Kavallerie ein bisschen. Scheiß drauf, nee, das ist mir nicht wert. So, dann gucken wir jetzt mal uns hier die Map ein bisschen an. Haben wir jetzt unsere Ruhe. So, ihr beiden kommt hier wieder runter. Ja, die Cowboys können nicht reiten, ne? Ah, doch. Und dann brauchen wir eigentlich das mit den Pferden nicht, aber... Ich habe hier so viele Pferde rum vom Gegner, ey. Wie gesagt, die kamen die ganze Zeit und die ganze Zeit. Die gingen so auf den Keks. So, und dann scouten wir hier mal. Schauen wir mal, wo wir uns wieder ein bisschen expandieren können. Aber wir brauchen es ja eh, ne? Schauen wir mal, ob wir ein bisschen expandieren können, ne? Lololololo. So, jetzt schon wieder. Ah. Oh Mann, habe ich die getriggert. Das ist ein bisschen doof, ne? Aber ich meine, wenn die ganze Zeit kommen, ist mir das eigentlich egal, ne? So. Okay, wir müssen wieder ein bisschen sparsamer sein, aber wir könnten eigentlich die mal hier drauf hetzen. Und dann können die mal unsere ganzen Leute ein bisschen heilen. Okay. Jo. Super Sache, ne? Ist halt super doof, ne? Okay, hier ist dieser Flussdurchgang, wo die jetzt kommen. Oder wo die halt immer kommen. Denk mir halt so, hier ist... Ach du heilige Scheiße. Ja, wir haben halt nicht so eine harte Streitmacht, ne, dass man jetzt sagen kann, okay, passt. Ich meine, wir können uns jetzt hier an den Fluss stellen. Und halt sagen, wir geben dir. Da habe ich nichts mehr drin, hier habe ich noch ein paar drin. Hier habe ich noch 3 Kanonen drin. Und dann war es das, ne? Ich habe aber halt auch gefühlt nichts mehr hier im Lager, ne? Deswegen hätte ich wenigstens ein paar Cowboys noch gemacht. Boah, ich brauche erstmal wieder richtig edelst ein bisschen, ja, Rohstoffe. Ja, ich meine,
Ist ja nicht so wild. Ist schon schade, aber... Okay. Ja, wir haben kein Gold mehr auf der Map, ne? Das ist jetzt doof, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich hätte aber auf jeden Fall gesagt, dass wir hier rumreiten. Dass wir auf jeden Fall die Cowboys, die berittenen Cowboys einfach wieder... Okay, wir haben hier 15 Waffen mehr, dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Die können wir wieder verkaufen. Ja. Ist das ein orangener Sheriff? Ja, ajo. Junge. Alter, nervt doch die Leute nicht, ey. Alter, ey, nervt der die Leute, ne? Der Orangene kommt einfach noch. Ey, der hat nichts mehr, der ist so am Arsch. Der Penner nervt mich jetzt einfach immer noch. Ey, ein einziger, ne? Oh, wir müssen wieder hier ein bisschen... Ich wollte gerade sagen... Lass ihn einfach. Und die kommen mir einfach mit so einem fucking Sheriff, Alter. Ich wollte noch eine Schwester mitnehmen. Schwester. Ja, ist glaube ich besser, ja. Es ist zum Kotzen, ne? Jetzt einfach mal wieder alle unsere Siedler kaputt gemacht. Ja gut, es war auch Unachtsamkeit von mir, weil das Lager halt leer ist, ne? Das darfst du halt echt eigentlich nie machen, ne? Größter Fehler in einem Strategiespiel. Dass du einfach sagst, ey, ich lasse das Lager leer, ne? Aber Moment, wir könnten da aber ein bisschen was... Oder wir haben unsere Ruhe, glaube ich, hier, ne? Ja, wir brauchen noch ein paar. So, und dann sammeln wir die wenigstens hier noch. Ja, das ist jetzt eine große Map, ne? Weil wir müssen hier noch hoch. Ah, ich hätte halt schon gern irgendwie noch Gold gehabt, ne? Der Gegner hat nicht mehr so viele Kanonen, ne? Die können nicht mehr so viel uns entgegenbringen, ne? Okay, perfekt. Die heilt die jetzt mal wenigstens ein bisschen. Dass wir halt ein bisschen Ruhe haben. Okay, das ist ja schon mal okay. Ja, komm, ich marschiere da jetzt mal rein. LP2, gebe ihm. So, langsam erholen wir uns gerade von diesem infrastrukturvernichtenden Schlag vom Sheriff der Orangen. Ey, das ist da fest ja ein Kopf, ne? What's up? Sure.
Okay, dann patrouillieren wir mal hier in dem Bereich. Jo. Ey, wie gesagt, ich habe alles gemacht. Wir speichern nochmal auf LP2. Ja, dann wird es doch nochmal ein bisschen länger gehen hier. Ich habe gedacht, okay, jetzt passt's. Wir haben unsere Ruhe, aber nein, aber nein. So. Dann schauen wir mal, dass wir in das Lager hier marschieren. Den seine Infrastruktur auch mal kaputt machen. Mann, Mann, Mann. Sehr gut. Der ist aber halt machbar, ne? Schalten Sie nur den Brückenkopf aus, damit Sie mit den Einheiten den Fluss überqueren können. Ja. Okay. Mache ich, aber ich muss erstmal hier. Wisst ihr, ich brauche erstmal ein bisschen Geld. Jetzt will ich noch gucken kurz. Ich will immer. Wir müssen expandieren. Das ist. Das bringt nichts. Ich kam von hier irgendwo. Naja, da sind sie doch. Ja, okay, 100. Noch so wenigstens ein bisschen. Bisschen was kaputt machen. Nicht mehr so viel, aber wenigstens ein bisschen kaputt machen noch. So ein kleines bisschen, dass wir, ja, dass sie uns nicht mehr dumm kommen, ne? Ich weiß nicht mehr, dass dieser Qualm da aus dem Kamin zeigt ja, dass sie gerade noch eine Kanone produzieren. Weiß ich nicht, ich habe keinen Bock mehr angegriffen zu werden. Deswegen, ja, mach ich das einfach so. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass ich halt nicht angegriffen werde mehr irgendwie, dass sie mir noch in den Rücken fallen oder so. Da werde ich auch nochmal die Kaserne hier kaputt machen. Einfach, ja, auf Nummer sicher gehen. Wir können nochmal Waffen verkaufen.
Nahrung verkaufen. Da können wir uns noch ein paar Sheriffs machen, ne? Jo, passt. Ich finde jetzt noch die Häuser kaputt, dass sie halt überhaupt keine Chance mehr haben, hochzukommen irgendwie. Ja, das ist nicht wert, ne? Das Einzige ist noch, wir können hier ein bisschen rumgucken, aber ich glaube nicht, dass hier noch eine Mine... Ah, Tastatur. Ah, Mann. Ach, ich liebe ja meine Funktastatur. Der hätte bestimmt vom Spiel, hätten wir das nicht gemacht, hätten die bestimmt richtig viel Kollegen gekriegt. Ich nenne sie mal Kollegen. Gut, dann hier noch. Hier mache ich jetzt nicht denselben Fehler wie da oben. Können mich nämlich mal. Erstmal kurz abchecken, ob hier noch irgendwo Leute sind. Naja, aber dann machen wir die noch schnell kaputt. Noch schnell dieses letzte, ja, den Turm lass mal stehen. Der ist es mir nicht mehr wert. Das sind ein paar Einheiten, das sind, kannst du knicken, komm, das ist ja nichts mehr, ne? Sehr schön, und hier würde ich jetzt sagen, sehen wir uns, weil es gerade eh mit meiner Tastatur so gerade zum Ende geht. Ich mache jetzt erstmal Päuschen, weil ich glaube, mit der Session bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich habe jetzt ein bisschen was erreicht. Und hier mache ich einfach, glaube ich, in der nächsten weiter, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.